Dr. Christian Schötz, mein Name, und ich bin beim weltweit größten unabhängigen Entwicklungspartner in der Automobilindustrie tätig, der EDAG, und da bin ich als Project Functional Safety Manager eingestellt. Kurz gesagt, funktionale Sicherheit, einfach erklärt, ist einfach, es muss sichergestellt werden, dass aufgrund einer Fehlfunktion des Fahrzeugs kein extra Risiko für die Verkehrsteilnehmer, für die Personen in und außerhalb des Fahrzeugs entsteht. Das heißt rundum, dass die Funktion funktionstüchtig ist und sicher. Ich kann mich meine Freizeit begeistern für das Fahrradfahren, da das Mountainbike zum Beispiel, das macht mir also wirklich Spaß, das Fokussieren, wirklich diesen Berg zu erklimmen, schnell hochzukommen, da meine persönlichen Zeiten immer zu schlagen, fokussiert zu sein und dann aber auch die Abfahrt so schnell wie möglich zu schaffen, dieses ganze Zielgerichtete, da ist auch die Brücke zum Job, kann man sagen, das ist auch so ein ganz Projekt von vorne bis hinten durchzuplanen und halt die verschiedenen Punkte zu wissen, jetzt geht es ans Ende zu, jetzt nochmal Gas geben. EDAG macht mich besonders, in so einem wirklich jungen, dynamischen Team zu arbeiten, dass sich wirklich alle so super verstehen, dass man auch sich nach der Arbeit trifft mal und dann zum Beispiel Konsolen spielt, Mario Kart, ein kleines Battle noch nach der Arbeit, um zu gucken, wer da der Schnellste ist. Letzte Woche waren wir Go-Kart fahren, es gibt einen Lauftreff. Das macht so für mich die Arbeitswelt bei EDAG besonders. Nachdem ich eine Ausbildung als Mechatroniker bei einem Automobilzulieferer absolviert habe und danach ein Jahr als Facharbeiter tätig war, habe ich mich nach meinem Zivildienst entschlossen, das Abi nachzuholen, und da lief Physik mal sehr gut, deswegen habe ich ein Physikstudium im Anschluss daran gemacht und habe den Doktor dann noch draufgesetzt und war, nachdem ich ein Jahr in der Forschung gearbeitet habe, als Postdoctoral Researcher, bin ich dann zur EDAG gestoßen. In meinem Job geht es hauptsächlich um projektleitende Tätigkeiten, alles was zum Thema funktionale Sicherheit dazugehört. Also wir unterstützen ja unsere Kunden in der Automobilindustrie bei der Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen, und da gehört dazu die Herstellung von Dokumenten, die dafür wichtig sind, Zeitmanagement, Mitarbeiterkoordination, zu prüfen, ob Dokumente vorhanden sind, ob sie inhaltlich auch richtig sind. Ja, Projektleitung, kann man sagen. Ich würde sagen, mir macht es also sehr Spaß, den Kundenkontakt mit dem Kunden ja wirklich zu interagieren, Sachen zu besprechen, zu diskutieren, aber auch, dass es so ein neues, zukunftsorientiertes, innovatives Themengebiet ist. Ich meine, autonomes Fahren wird irgendwann der Standard sein, davon gehen wir aus, und natürlich eine sehr, sehr coole Sache, da von vornherein mit dabei zu sein, das mitzuentwickeln. Ich würde sagen, dieser Job bringt die gleichen Einschränkungen mit sich wie jeder andere Job. Das ist einfach zeitmäßig. Man hat weniger Zeit für die Familie, klar, so ist ein Job. Aber man muss natürlich auch die andere Seite sehen, welche Vorteile bringt einem der Job. Man kann sich persönlich weiterentwickeln, weiterbilden in so einem innovativen neuen Themengebiet. Und ja, so ein geregeltes Einkommen am Ende des Monats hat natürlich auch was sehr Positives, um neue Sachen mit der Familie machen zu können. EDAG mit einem Wort würde ich familiär beschreiben.